Und dann war ich war von Anfang an, ich war also Jungpionierin, Thälmann-Pionierin, FDJlerin und mit Leidenschaft. Ich mochte sogar das Uniformierte, das gefiel mir. Wie sah das aus? Naja, wir hatten weiße Blusen, blaue Hosen, blaue Röcke und ein blaues Halstuch oder dann später ein rotes. Ich fand dieses Kämpferische hat mir einfach gefallen und diese Orientierung auch zur Sowjetunion natürlich. Ne? Wir haben ja ab der 5. Klasse Russisch gelernt und das war auch in den Kinderbüchern, das war ein heroisches Volk, was von den deutschen Faschisten überfallen wurde und uns trotzdem so freundschaftlich gesonnen ist. Das fand ich, ja, also, ja, da ging meine ganze Sympathie hin. Und ich hatte auch mal ein Erlebnis, da war ich klein noch, hier würde man sagen Grundschule. Und da gab es einen Wandertag zu irgendeinem Zementwerk, was wir besichtigt haben. Ich habe vergessen, Rüdersdorf, genau. Und das war ziemlich langweilig und dann saßen wir irgendwie auf Decken und picknickten und dann habe ich ein paar andere Kinder überredet, mit mir abzuhauen. Also abzuhauen, nicht wirklich ganz, aber in den Wald zu gehen. Und wir haben uns ziemlich schnell verlaufen, sehr verlaufen und wurden immer ängstlicher und hatten wirklich Angst und fingen an zu frieren, der Wald war schattig. Und irgendwann brach aus dem Unterholz, würde ich mal sagen, brachen Rotarmisten raus. Also junge russische Soldaten, die dachten, was ist das denn hier, was machen die Kleinen hier? Die sahen ziemlich schnell, dass wir irgendwie desolat waren und verfroren und verängstigt. Und jeder Soldat hat ein Kind auf den Arm genommen. Wir kriegten sofort diese kratzigen Jacken umgehängt, die sie sich ausgezogen haben, wurden auf einen Lastwagen verfrachtet und in ihr Objekt oder in ihre Garnison gefahren. Und das war total abenteuerlich, weil wir haben dann wirklich aus verbeulten Blechnäpfen Graupensuppe gegessen, haben mit den Hunden gespielt, die hatten. Und die Soldaten, die waren nicht viel älter, die waren 16 oder 17. Und das war total schön. Und wir waren gerettet, die haben uns praktisch gerettet. Und dann wurden wir leider dann zur Volkspolizei gefahren und da gab es dann richtig Ärger, deutschen Ärger. Und das war dann doof. Also für mich waren das so, ja, das war ganz abenteuerlich. Auch alle Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, des Widerstands oder der Partisanen zu lesen, das fand ich immer spannend. Sie sind ja schon antifaschistisch auch erzogen worden. Ja, es ist ja ein gespaltener Antifaschismus. Natürlich saßen in unseren Schulen von Anfang an ehemalige Kommunisten, die im Widerstand waren, so hoffe ich jedenfalls. Aber die ganze Ambivalenz des Widerstands wurde nicht erklärt. Der Holocaust zum Beispiel kam überhaupt nicht vor. Also es waren Konzentrationslager waren für mich, also oder Vernichtungslager für deutsche Kommunisten. Und dass vorrangig Juden oder die europäischen Juden dort umgebracht wurden, das war, soweit ich mich erinnere, wurde das nicht vermittelt. Also es ging ja auch im Geschichtsunterricht wirklich vom Spartakuskampf zur Gründung der KPdSU. Das war ein relativ kurzer Weg.